die Co-Main. Ja, weil Violet bringt einfach diese. Er muss nicht so präzise sein und hat einfach die Killpower. Hat der gerade die Cam? Ja, das sah sehr interessant aus. Seltsam aus. Ganz oben. Ja, die war so an der Spitze, als ob sein Charakter abliegt. Weiß aber auch ein sehr aggressiver Duckhand, der viel reingeht. Die Zeit wie. Ja, der farmt die Clips. Zwei schöne Setups hier. Schön gecatcht. Hat hier einen guten Lead. Aber ob er den verwandeln kann, ist ein Kill. Ja, das ist immer das Problem gegen Duckhand. Wenn nicht gerade so random F-Smash treffen. Weil jetzt könnte beide schon mit irgendwas killen. Also man findet ja Edge Guard, ja, aber. Down Air? Ja. Aber nichts, was man jetzt so einfach trifft. Ja. Ja, er tut schon mal Up-Smash draufhauen, aber wird dafür gepunched. Was nicht Down-Smash? Das ist mal Up-Smash. Hat gut. Sie sehen sich echt nicht ähnlich aus. Und gegen. Das ist wieder wie gegen Snake, gegen Duckhand Spiel. Die Down-Air. Ich würde euch sagen, gegen Duckhand Spiel, wenn der Lead hat, dann snowboardt der gerne, aber einfach gedown-airt. Und ich meine, das war auch der Extended Hit, weil die Dose war auch da. Die rausgebrochen. Ja. Und jetzt? Und? Das war schon fast. Der ist ja einfach komplett ham. 70% Lead jetzt. Schön, wie er punish. Will er wieder für die Down-Air gehen, der ist greedy. Ja, wenn es fort muss, der dann. Ja, genau. Also, da kann schon nicht der beste Char offstage. Da kann ich natürlich mit der Dose schützen, aber wenn die weg ist, dann. Kann man noch aufmoven. Jetzt aber sehr even, würde ich sagen. Da kann halt auch Options, die jetzt killen würden. Zum Beispiel F-Streifen sind noch beide an der. Beißen. An der letzten Left-Shot manchmal. Ja, da kann macht hier sein. Oh Setup. Gott. Ja, das da sehen wir, dass er einen Flip getroffen. Stark. Das ist ja auch gar nicht erwartet, dass der Gunman ihn überhaupt trifft. Boah, das ist überraschend. Und jetzt? Ja. Wollte ich den Arrow schon? Nee. Jetzt ist die Frage. Ich habe jetzt erstmal eine. Oh, ja. Abwehr. Ja, ich sag, Chance wird jetzt top. Hast du diesen Confirm, der ist nicht so gut? So, das ist bei DLC schafft. So. Ich war schon eine Damage-Spieler für den Beißel, das brauche er. Wenn immer so einer hat Advantage und dann macht er direkt sehr viel Damage. Dann ist der nächste wieder dran. Aber das sind einfach beide Chars. Weiß nicht, eigentlich beide schon mit einem guten Disadvantage, aber. Manchmal ist auch einfach nicht ready für die Setups. Nee. Ja, ich würde schon sagen, das ist ein von. Ja, es wäre wie ein Kill. Dose kommt das dann nicht. Aber der F mit auf dem Air dort. Bei 69,0. Perfekt. Ja, das war nicht sehr gut. Da hat er den Arrow gebaitet mit der Dose und dann hat er noch gepunished. Ja. So muss man das machen. Gut gemacht. Der American Air Dodge. Mhm. Mal schauen, ob wir auf PS2 bleiben, aber. Ich meine, gegen Dose kannst du ja nicht raus Air Dodgen, weil dann kann er die immer noch irgendwie reinlenken. Ja, aber weißt du? Direction Air Dodgen oder? Nee, er hat Neutral Air Dodge. Hat er? Ja, Neutral Air Dodge. Aber reingedriftet. Ja. Weil Back, ich glaube, er hatte. Er hat schon den Drift in. Ich glaube, beide kann das nicht so trainen. Ja, beide finde ich das wie Drift. Mhm. Mal schauen, ob wir eine kleinere Small Stage eher sehen. Ja. Soll ich den eigentlich spoilern oder? Oder siehst du das auch von da? Ich hab's jetzt gerade nicht gesehen, tatsächlich. Okay. Also, wir gehen auf eine kleinere Stage. An sich beißt er auch ein Spieler, der so kleine Stages mag. Mhm. Einfach ja, weil sehr aggressiver Spieler. Aggressiv reingeht. Gleich noch mit dem ersten Setup. Ja. Und? Wir haben halt eben ein Set, wo sehr langsam abwartend gespielt wurde von beiden. Jetzt sind einfach beide aggressiv. Ja, was man eigentlich nicht denkt bei Duckhand. Weil hier die Fersen treffen. Wir sind hier bei 30 Sekunden im Game und. Oh, ab ihn hier schon. Oh, schade. Schon der schon weiß hier. An der Tür. Und Viren weiß, dass das so unsafe ist, dass er sogar ein bisschen ab und Charge kann, holt sie den Stock. Mhm. Und jetzt er mal im Stock lead. Mal schauen, was er daraus machen kann. Wenn es jetzt eigentlich safe spielt, dann hat Duckhand nicht so wirklich die besten Kill-Options. Nee, er kann ihn nicht. Oh mein Gott. Oh, er ist komplett am Kochen. Schöne Damage-Spiel.
Hero. Ja. Da spielt er schön rum um die Hitboxen. Down Air. Okay. Mit Gear Smash. Ja. Aber er hat eigentlich die Rolle. Der war ein bisschen zu weit vorne nur. Hast du gesehen, wie viel Down Air Kills er gemacht hat in Runde 1? Ja. Oh Gott. Wer war er? Die mehr into the Cam. Hat er ja geklärt? Das ist richtig. Das war eine schöne Weiße. Oh, die Zeit. Halt wie so komische Hitbox getroffen. Ja, Weiße holt es langsam zurück. Wir bekommt hier nicht mehr wirklich Hits rein. Oh, schön low, F-Chill trifft. Okay, das könnte auf jeden Fall. Nee, will lieber Ledge trap. Nee, die Dose hätte ich noch abgehört auf jeden Fall, aber. Oh. Ja, die fair, die reicht. Plus nur mehr. Aber Weiße hat die immer die Frau. Oh Gott, hast du es gesehen? Der wurde reingetrackt. Aber fünfmal oder so. Ja. Ich war krank. Oh mein Gott. Ich weiß es nicht wie, aber Weiße kriegt so viele Grabs. Man muss halt viel schielen, weil die ganzen Projektile draußen sind. Ja, der baitet dich halt mit Downbeat und so ein Schild. Ja. Da muss er den Airlock. Ein Follow-up. Oh, der Empty Hop, sehr schön. Ich weiß nicht, das ist eigentlich nicht true, ne? Wenn man das richtig geil. Ja. Afro-Afina. Da wurde jetzt schon mehrmals davon getroffen. Ich weiß nicht, wann das true ist. Also wenn du halt falsch die Eye ist. Ich weiß aber gar nicht, wie der Eye ist. Oh, das war viel damit. Und wir sehen hier beide wieder basically auf Last Hit. Das Ding ist, beim Weißel, der wird ja auch nicht gecornert so viel. Weil der baut einfach sein Setup auf. In der Corner. Und James kann nicht approachen. So gut. Aber James kann upsmashen offenbar. Das stimmt, das war schon wieder der Upsmash. Hat er wieder den F-Smash gepunished oder einfach Landing? Ja, das war ein Landing Punish. Diesmal, Weißel wurde relativ oft geedgeguard, deswegen hat er versucht, diesmal hochzugehen. Hm. Aber ist eben einfach mit einer Aerial auf die Plattform von SBF. Und das ist natürlich, wenn man unter der Plattform ist, halt hier einfach so contesten. Wir sind denselben Map-Pick. Selber Map-Pick? Ja. Cool. Scheinen offenbar beide zufrieden zu sein mit Battlefield. Should I end 1 jetzt? Ja. Mann, ich glaube, was ist los? Ich vergesse alles. So schnell. Also das ist Weiße und der andere ist Therion und die spielen gerade Super Smash Bros. Ja, das weiß ich doch. Aber ich bin immer im Hier und Jetzt und ich vergesse immer, was vorher war. Wir sehen, wie der Gunman seinen Hut so komplett runterfallen lassen hat. Nee, darauf hab ich nicht gedacht. Okay, sein Hut wurde einfach gegeben. Haben wir gesehen? Ich hab nicht zugeguckt, aber Weiße hat plötzlich irgendwie 80% gemacht. Geht ja auch für den ersten Flash schon wieder. Da hat er richtig geheilt. Oder nicht geabbiet. Ich weiß, ob er es weiß oder ob es einfach zufällig richtig geheilt hat. Vielleicht. Ich brauche hier Weiße schöner liegen. Ich brauche aber den Kill. Und? Wir gehen überhaupt nicht hin. Wir sind auf Battlefield. Achso. Ja. Dann habe ich das für mich falsch gesehen. Und schnell gepickt, hier haben einfach A gemeldet beide. Catch den Ram. Also Battlefield hier, Counterpick vom Weiße. Die Plattform oben. Wir sind im Kern noch ein paar mehr Setups. Aufs Bro. Wahrscheinlich hat er das jetzt hingepickt. Schöner die Tür, Weißel. Hält hier Center Stage. Ja, sehr schön. Und er will für die Down Air gehen. Ich wundere mich, dass Kyrion überhaupt nicht da offstage für solche Upbeats geht. Weil jetzt war die Cam weg, eigentlich. Mhm. Also vorhin ist er mal für Upbeat gegangen. Da hat Weißel aber durch die Airdodge dann. Okay. Das ist nicht so einfach, wie ich es gedacht habe. Ja, wenn er halt Airdodge in dem Space. Und wie das ist. Oh, der Damage-Bilder sieht so lustig aus. Ja. Der hat ihn hier jetzt gecornert. Kommt Center Stage aus. Roll F-Shield reicht aber noch nicht. And. Outmove. Alles ist hier gefüllt, ja. Der Weißel. Haben wir jetzt. Aber immer noch einen sehr soliden Lead für Weißel. Ist die Frage. Oh Gott, Weißel den Gott, Kill 60%. Holen. Ansonsten macht. Wenn er jetzt Up wieder runter macht, dann bist du zu Ende. Leer, Laser trifft. Kann man in die falsche Richtung. Oh mein Gott. Oh, hat aber hier die Zeit wieder rausbekommen. Mhm. Ansonsten. Zeit wieder auf Frame 1. Schwache.
scheiße. Hier spielt hier sehr defensiv, der will hier auf dem Punkt zuerst nicht kontrollieren. Ja, spielt das Advantage einfach sicher runter und weiß, der nächste Hit ist wahrscheinlich der Kill und... Ja, der Gunman, der reicht. Halt frech, das ist einfach so, durch so drei Projektile hast du einfach krasse Shield Pressure. Weiß nicht, ich finde, Freerun geht hier ein bisschen viel für so Smash Attacks, Down Airs. Der ist really cool. Beide Fighter sind genommen, müsst ihr auch kennen. Zum Beispiel Fair hat eben gut getroffen. Ich denke, dass halt die Ariat, die Fair und die Bear manchmal schwierig ist, weil Duckhand relativ klein ist. Ja. Die dann zu spacen, vor allem noch zwischen den ganzen Projektilen. Ich glaube aber auch, Duckhand hat schon ein bisschen Lag, wenn er die Projektile droppt. Aber weil James muss ja einfach. Wir sind hier, Nappi. Ich bin down, er hat vielleicht gleich. Weiß ist wieder in der Schwert. Ja, Weiß hat das Advantage. Zeigt mir in die falsche Richtung. Und? Down throw up air. Hat's irgendwie verkackt. Ist das true? Ja, weil die Eye in. Macht er denn die Eye in? Ja, weiß nicht, weil er 150 ist und nicht ist zu weit offstage. Keine Ahnung. Panikt halt bei den Prozenten. Ja, an sich ist jetzt nur die Frage, kann Weiß hier noch irgendwie einen Hit bekommen oder. Ja, nutzt schon. Byleth hier, die krasse Kill-Power. Oh, der Airdodge war wichtig, jetzt wieder Onstage, aber wieder Dose baitet den Airdodge oder Spot-Dodge. Ja, das Ding ist halt entweder man jumpt und dann puncht er das einfach in der Up-Air oder du stehst irgendwo und shieldest und dann grabt er dich. Und wenn du versuchst irgendwie zu dashen oder rein zu walken, dann sind da Projektile. So. Also ich will schon mal Bullet-Hell ein bisschen, wenn ich die F-Run gerade. Das ist nicht leicht. Ja. Der Stuhl. Aber ja, wir sehen weiter die Weile. Wir sehen weiter natürlich den Duckhand. James, die Musik ist geil! Geile Musik! Ja, schrei nicht so. Geile Musik. RIP Headphone Users, Akami. Und sonst hört er mich nicht. Er schaltet nicht um. Das ist Icarus Musik. Okay, er schaltet um. Icarus Musik. Ja. Hey, aber das pickt auch eigentlich schon, wenn man das gerade gehört hat. Es wird immer so ein bisschen so, wer startet hier rein, mit so ein bisschen Advantage. Wir sind auch wieder auf Small Battlefield. Der kann schon James schon hier auf. Das ist jetzt mit Rücken zur Wand, 2-1 für Weiße. Weiße hier irgendwas offstage, aber. Wieder die Down Air. Hätte auch schon gekillt. Hätte gekillt, aber ich verstehe nicht, warum man nicht mal mit irgendwie einer Nair oder der Side B wieder runtergeht, irgendwas macht, wo man relativ safe ist, dass man es trifft. Oh, wir haben eine Side-B. Ich weiß nicht, ob noch. Oh, der Pivot-Trap. Oh, geht hier. Eine wilde Sache. Warte hier lange. Und der sehr easy. Freerun hatte eigentlich hier gerade den Read. Auf das Projektil aus dem Disadvantage. Ich habe ein bisschen eine Space. Da sieht man halt. Da kann das halt relativ klein, deswegen schwierig mit der Fair und Werten treffen. Jetzt der Build-Up. 65%. 30% und dann killt alles von Duckhand. Auf die Can. Wobei, das killt jetzt auch alles. Oh, gut. Gutes TI. Ja, F-Tilt. Einfach zweimal gedrückt, weil offenbar nicht punishable ist. Naja, da rufe ich gerne. Der hat gerade. Oh. Da hat ihn die Frisbee hängen. Da genervt, wenn ich nochmal Edge dran durfte. Jetzt Beißel im Lead. Oh. So perfekt. Ich weiß nicht, ob er da Dash grabben wollte, weil er es so gewalkt hat, gegrabt. War da nicht lange dran. Das ist nicht ein Mies. Ich wollte sagen, überliegt hier jetzt die beiden, aber. Ja, eigentlich alles ist überliegt. Habt schön rein die Eye. Macht auch noch Side-C. Sie haben doch noch viel Damage passiert. Double Parry darauf, aber. Up Air und damit ein sehr. Ja, chase ihn einfach sehr schnell. Nutzt hier das da kann auch nicht so raus. Ja. Gar nicht gut. Oh, ich weiß nicht, wo ich das Rashtag spammen. So. Oh, das sieht hier so aus, als ob man hier an sich ins Game 5 wär's, oder? Ja, dann wär's Game 5. Was wir natürlich gern sehen wollen. Schöne Edge da. Wenn er die Dose nähert einfach, dann würde er auch nicht getroffen. Oh, und? Moonfrigger damit fair gecapt. Aber man macht auch nicht viel. Wenn er auf der Plattform steht, er wartet einfach. Er wartet noch, er geht dann alles treffen. Kreuzt, dann droppt er aus dem Aerial.
Ja, mach einfach näher dann und mach Dash Attack da rein. Ja. In die Roll. Also das und ist Jumps kann das auch locker catchen. Mhm. Die Reichweite, die du da hast als Beide, ist sehr stark. Der Stuhl. Ja, wir sehen jetzt normales Battle wieder. Ja. Für Beißle. Hier zu bleiben wahrscheinlich. Und wir sehen ein Game 5. Schon wieder. Er schafft hier den 1-Zug ins Losers Finals gegen den Nice Face. Also das Ding ist, Nice Face hat ja heute ein SDN Win geholt und meinte so, jetzt nicht nochmal verlieren. Aber gleich nur ich gegen SDN oder rein. Ja. Richtig finde ich das. Brauche keine Angst haben. Naja, man muss auf jeden Fall Angst haben vom Scatty Snake und vom Winner von dem Set. Die können das auf jeden Fall auch beide gegen Nice Face gewinnen. Eigentlich so ein weiße Scatty Grand Final wäre schon lustig. Nice Face macht sich schon bereit, sitzt da schon, dass sie seine Formen an. Ist schon hier am analysieren. Hast du gerade gesehen, Downsmash, wie die geklankt haben? Er hat ihn so gut reingezogen. Und jetzt. Und? Oh, no. Kein Follow-up. Kein Follow-up und. Und denkt sich einfach so, ja nice, dann downer ich dich jetzt. Bin ich jetzt bei 70. Ja. Das hier jetzt der Lead Ethereum. Kann jetzt langsam ein Sicherheitsprozessor aufbauen. Ist hier auf Stage gelandet. Ich mag aber auch wie Ethereum die Dose auf mich auf Stage. Ja. Er hat das viele verschiedene. Aber er kommt hier nicht zurück. Es ist immer so, einer hat ein Lead, aber kann den dann nicht so krass ausbauen. Ja, gerade hat er noch seinen Stock ab. Von der Dodge. Oh, schöner Hose auch noch auf dem Schild. Ja, weiße hier. Struggle, Kill zu finden, ne? Das spielt uns sehr langsam, der Führer, der will hier auf jeden Fall hier will auch weiter ausbauen. Unglaublich wichtig jetzt, sieht das doch. Wir haben hier weiße auf 55%. Und Duckhand ist leicht, also das ist ein guter Lead. Oh Gott, das war ein guter Lead. Und das war der Lead dann auch schon wieder. So. Da kann einmal nicht aufmerksam und passt halt die 50%. Ja. Dash Attack, die Dose. Ja, damit irgendwie. Super. Ja, sehr evil. Weiße lässt sich nicht mehr wirklich treffen. Nee. Der Weiße macht hier seine Pressure aus. Genau, okay, hier hat er mal was Unsafes gedrückt. Dann in die Dose. Bleibt schon mit näher. Und? Wir hier für ein Setup gehen, aber. Einfach von Midstage Crash spielt. Ehrlich gesagt, immer wenn Weiße anfängt, hier irgendwas mit der Dose zu machen, ich check dann auch nicht, was abgeht. Ich einfach zu denken, so okay. Und ja, Weiße holt Backer. Hier den Stock einfach mit einer Backer. Weiße wieder im Lead. Und oben und ganz schneller Ausgleich. Die Dash Attack nicht fehlt. Ja, da kommt, da nee. Kommt Weiße nicht. Sammelt. Und beide wir haben auf dem letzten Game 5 Last Stock beide auf ihren. Tournament Stock. Also nur der eine, der jetzt nee, das ist Losers. Verliert. Ja, aber wenn der andere gewinnt, ja, dann klar, aber. Potentially, ja, ja. Oh, ist noch sehr even von Prozenten. Oh, wir hier für den F-Smash gehen. Wird dafür aber gepunished. Den haben wir jetzt noch gar nicht gesehen, denn es hat eigentlich nutzt viel an den sehr gerne. Als Broke Tools. Oh Gott. Er will's beenden. Er will's beenden. Ja, er gleich hat, kommt er, noch, er gleich hat, kommt down, ja. Er hat keinen Bock auf irgendeine Duckhand-Setup. Der will nicht shenanigans werden. Schön. Jetzt corner ihn. Corner ihn, komm! Okay, wir sind ja nicht weiß. Nicht für mich für Hamburg? Nee. Okay, okay, dann bin nur ich für Hamburg. Und? Oh. Setup. Kein Can. Basically, beide können sterben. Der Dash könnte Mist. James will irgendwie reinkommen, aber Beifel rollt ihn gut raus gerade mit den oh Gott, die Dose. Das ist halt so schwierig in diesem Nachschritt, weil Duckhand muss einfach nicht interagieren. Und da hat er ihn, den Runback. Und die umarmen sich auch noch. Gutes Set. Holt sich das Set. Aber trotzdem natürlich ein sehr, sehr guter Run von Freerun.